von Sonn und Kessel schwarz gebrannt und auch vom scharfen Wind. Steht Jalava im Führerstand, wo Dampf und Flammen sind. Sein neuer Heizer ist dabei, der ihm das Feuer nährt. Auf Lokomotive 293, die heute nach Russland fährt. Ein kleiner Mann von schmalen Bau, der werkt dort auf der Brücke. Russ im Gesicht, das Haar ist grau, es ist seine Perücke. Jalava, Jalava, Rufine, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind und weil wir weiterkamen und weil die Welt sich dreht und weil mein Heizer von Flammen und von Dampfkissen was versteht. Sie dampfen ein in Bielostrow, wo Schocks von Offizieren die Züge auf dem Grenzbahnhof penibel kontrollieren. Sie prüfen jegliches Gesicht bei ihrer Inspizierung, doch sehen sie am Kessel nicht den Staatsfeind der Regierung. Jalava weiß, worum es geht und langsam dampft vorbei. Am letzten Posten, der dort steht, Lokomotive 293. Jalava, Jalava, Rufine, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind und weil wir weiterkamen und weil die Welt sich dreht und weil mein Heizer von Flammen und von Dampfkissen was versteht. Da saust die Grenzstation vorbei, die Birken stehen nackt. Die Lokomotive 293 schnauft in erhöhtem Takt und Jalava lacht in den Wind, in den Oktoberregen. Heizer, wenn wir drüben sind, dann wird sich was bewegen. Jetzt schneidet der Oktoberwind die letzten Äpfel an, die an den kahlen Bäumen sind, an der finnischen Eisenbahn. Jalava, Jalava, du Finne, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind und weil uns die Fahrt im Bahnhof hinter der Grenze führt und Wladimir Ilitsch Ulyanov mein Heizer die Flammen schürt. Jalava, Jalava, du Finne, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind und weil uns die Fahrt in den Bahnhof hinter der Grenze führt und Wladimir Ilitsch Ulyanov mein Heizer die Flammen schürt.